Hey meine Freunde, was geht ab und willkommen zu diesem Video. Ich habe es ja schon gesagt und ja, es ist auch schon das zweite Apple News Video diese Woche. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, weil dann unterstützt ihr mich ein bisschen, dann gibt es auch regelmäßigere Uploads. Aber wir sind ja auch schon in der heißen Phase, das bedeutet, ich kann euch versorgen mit ein paar leckeren News, die es nämlich diese Woche dann auch schon gab. Am Dienstag ist ja das Apple Event, das heißt alles, was um dieses Event gehen wird, da kommt noch ein weiteres Video. Aber heute soll es mal tatsächlich um das iPhone 13 gehen. Ich habe brandheiße News und ja, wobei sind eher Leaks, alles was das iPhone 13, 13 Pro, Pro Max und auch das 13 Mini angeht. Also let's go! Fangen wir aber doch erst einmal an mit den Sachen, die sich tatsächlich nicht verändert werden. Wir haben zum einen natürlich ein super ähnliches Design, weil im Grunde befinden wir uns tatsächlich in einem S-Jahr. Das heißt also, könnte also sehr gut wahrscheinlich sein, dass es nicht das iPhone 13, sondern das iPhone 12 S sein wird. Aber das Design wird sich nur minimal verändern. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen mehr abgerundete Ecken bekommen und tatsächlich, ja, kann man davon ausgehen, dass alle Geräte von den iPhone 13 Modellen einen Lightning-Anschluss weiterhin haben werden. Also das ist schon mal etwas, was weiterhin so sein wird. Aber dann haben wir doch ein paar Dinge, die sich zum jetzigen Zeitpunkt zumindest mal vermuten lassen, dass sie sich deutlich verändern werden. Auf der einen Seite haben wir jetzt nämlich natürlich auch die Kameras, denn laut Mac Okatara stehen die jetzt tatsächlich deutlich hervor und zwar nochmal ein Stückchen mehr als beim iPhone 12 jetzt schon der Fall ist. Wir hatten auch schon im vergangenen Jahr einmal so ein Cut oder so ein Rendering gesehen und es war sehr früh in der Phase und am Ende hat sich das doch noch bewahrheitet. Deswegen möchte ich jetzt auch der Webseite aus Japan dann tatsächlich Glauben schenken. Und da sieht es eigentlich tatsächlich so aus, dass auch unterschiedliche Leaks via Twitter auf dieselbe Quelle zurückzuführen sind. Und der Kameraausschnitt ist tatsächlich ab dem iPhone 13 Pro Max deutlich, deutlich größer geworden. Und gerade diese Leaks von der Webseite 91 Mobile zeigen eigentlich enorm, dass auch wirklich die Kamera, zumindest die Linsen, nochmal ein Stückchen mehr oder noch ein Stückchen größer sein werden. Und da bin ich echt mal gespannt, ob wirklich jetzt auch dann das so ein großer Unterschied sein wird, sodass auch nachher dann auch keine iPhone 12 Pro Max Hüllen passen werden. Es sieht auf jeden Fall so aus, dass es größer wird als gedacht und auf den ersten Blick finde ich es eigentlich ein bisschen too much. Außerdem sieht es ganz so aus, dass der LiDAR-Sensor beim iPhone 13 Pro Max nochmal ein Stückchen größer wird und darauf freue ich mich aber auch schon ein bisschen mehr, weil insbesondere bei Porträtaufnahmen, wenn jetzt der LiDAR-Sensor dann wirklich in Anspruch genommen wird, sind die Fotos schon jetzt fantastisch und das kann eigentlich nur noch besser werden. Von daher finde ich diese Sache eigentlich richtig cool. Aber wenn wir mal das iPhone mal von der Vorderseite betrachten, haben wir jetzt auch schon mehrere Quellen, die von einer kürzeren oder von einer kleineren Notch reden. Laut diesen CADs wird es wohl dünnere und schmälere Notches geben, weil wohl der Lautsprecher etwas nach oben verlagert wird. Und auch natürlich über Twitter gab es auch schon Bilder von diesen Displayschutzfolien, die auch schon Duan Rui gezeigt hat. Von daher glaube ich dann tatsächlich, dass es jetzt endlich mal so sein wird. Aber auch schon Min-Chi Kuo, oder wenn man es wohl taiwanesisch richtig ausspricht, Kuo Min-Chi, hat schon ein paar Leaks gezeigt oder er hat eben dann vermutet, dass es tatsächlich mal an der Zeit ist, dass nächstes Jahr ein iPhone 14 vielleicht auch komplett ohne Notch kommen soll. Und da wird es wohl eine Technologie geben, die eben Face ID unter dem Display zeigen kann. Wir hatten aber schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass es womöglich in diesem Jahr schon ein Touch ID Sensor unter dem Display geben wird, was ich auch cool fände. Aber, und das ist jetzt wirklich nur meine private Meinung, ich selber vermute eigentlich nicht, dass es in naher Zukunft dann die Notch auch komplett verschwinden wird. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir Displays von vorne sehen, dann sehen eigentlich im Android-Bereich so ziemlich jedes Smartphone gleich aus, mit entweder einem Loch in der Ecke oder in der Mitte für die Frontkamera.
Aber wer ein iPhone hat, das wird dann sofort erkannt, indem wir uns einfach nur die Notch angucken. Das ist wirklich ein Wiedererkennungswert und sowieso, wenn viele Menschen einfach nur das Smartphone in eine Hülle packen, dann erkennt man tatsächlich das Smartphone so gut wie gar nicht mehr, nur eben durch die Notch. Und dieses Alleinstellungsmerkmal glaube ich einfach nicht, dass Apple sich das so schnell nehmen möchte. Und natürlich kann Apple das super einfach rechtfertigen, indem sie einfach immer noch sagen, dass Face ID nach wie vor einfach die sicherste Verschlüsselungsmethode ist. Und ich glaube es auch und ich vermisse es eigentlich nicht. Es würde halt cooler aussehen, aber ich glaube nicht, dass wir das bekommen werden. Wenn wir aber mal die iPhone 13 Mini Kamera anschauen, dann sieht tatsächlich die Orientierung dieses Mal anders aus. Ich persönlich finde jetzt die neue Anordnung tatsächlich etwas schöner, denn jetzt sind es zwar minimale Änderungen, denn diesmal sind die beiden Kameralinsen wohl diagonal angeordnet, wenn man dem jetzt Glauben schenken darf. Ich persönlich finde es cool, aber auch bei diesen Bildern erkennt man, dass tatsächlich die Kamera auch nochmal etwas größer wird, vor allem etwas weiter aus dem Gehäuse raussteht und auch in der Breite wird sich eben das Kameraelement etwas vergrößern. Wenn man jetzt diesen Zeichnungen dann auch Glauben schenken kann, dann wird es tatsächlich so um Millimeter, aber doch spürbar größer werden. Und auch an den Lautstärketasten hat sich wohl etwas getan. Diese werden wohl etwas weiter nach oben positioniert werden. Und das sind wirklich Dinge, die kleine, minimale Änderungen sind und eben das Design nicht groß verändern. Tatsächlich aber gibt es wohl ein paar interne Veränderungen. Denn anscheinend hat jetzt Apple mittlerweile ein Kühlungssystem im iPhone 13, das wohl der Grund sein kann, warum es bisher einfach noch keine 120 Hertz Displays gab. Aber mit dieser kühlenden Metallplatte sieht es wohl ganz danach aus, dass es jetzt endlich mal realisiert werden kann. Bevor das Video jetzt dann zu Ende geht, möchte ich einfach nur dazu sagen, dass wir sehr, sehr früh in diesem Stadium sind. Alles, was das iPhone 13 natürlich betrifft, ist wirklich noch nicht in dem Endstadium. Und ich glaube auch, dass es da tatsächlich noch ein paar Entwicklungen geben wird. Aber das, was jetzt heute mal jetzt so in den aktuellsten Schlagzeilen sind, das sind wirklich Dinge, die ich cool finde. Aber schreibt mir doch gerne mal, was ihr davon haltet. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. See ya. I echoes the sight from my soul.